komme ich denn da hin? Von oben. Boah, jetzt, was ist das? Eben habe ich mich noch beschwert, dass ich nicht so viele Wege habe und nicht ganz genau weiß, wo ich hingehen soll. Jetzt habe ich einfach so viele Wege. Okay, hier scheint nichts zu sein. Da ist eine Treppe an der Seite, die Tür voraus, ja. Hier ist eine Treppe. Geht nicht hier hoch. Aha, hier ist ein Fass. Was ist denn mit dem Fass? Was bringt der da Fass denn jetzt mal im Ernst? Will ich das irgendwie kaputt machen oder was? Stirb Fass. Ja, okay. So vielleicht nicht, aber jetzt. Stirb Fass. Stirb Fass. Es war halt ein Schwarzbürger Fass, ne? Aber, hä? This makes no sense to me, Mister. Jetzt kommen wir hier hoch. Da sitzt noch so, da sitzen noch zwei von den Kollegas. Hier ist halt auch noch so ein Schwarzpulverfass. Warum auch immer? Das macht alles so unheimlich gar keinen Sinn. Das ist der Wahnsinn. Gehen wir doch mal hier lang. Die sehen mich aber eigentlich. Okay, also die brauchen erstmal 1000 Jahre, bis sie aufgestanden sind, oder? Was ist das denn hier? Da Fässer und da geht's wieder in irgendeinen Turm hoch. Alter Schwede. Hier geht's noch weiter hoch. Was gibt es, dass das alles überhaupt nicht verwirrend ist? Was sind wir hier? Hier liegt auch noch einer rum. Hurra für Nachricht. Ja, toll. Für ein Skeptiker-Gewürz. Das sieht hart nach einem Shortcut aus. Ein Shortcut zu irgendwo hin. Nur halt einen, der noch nicht aktiviert ist. Und dementsprechend, wenn ich da dran gehe, dann kriege ich erstmal dick aufs Maul. So, ich gehe jetzt aber erstmal hier weiter nach oben. Ach, hallo. Ah, hier will ich hin. Das ist der Platz, wo ich hin möchte. Das ist, wo ich hin möchte. Das habe ich voll nicht gecheckt. Aber das ist in der Tat der Ort, wo ich hin möchte. Da bin ich ein bisschen geflogen. Kann ich bitte wieder aufstehen? Nein? Okay, ich bleib ein bisschen liegen. Leute, das habe ich wirklich gedodged. Durch die Dodge-Rolle. So, was steht jetzt hier? Ah, Luftzeug benutzen. Das ist natürlich gut. Vision von Händler, ja. Nämlich, hier braucht man ein Luftzeug. So, jetzt frag mich aber nicht, wo ich diesen Luftzeug gefunden habe. Das ist keine Ahnung. Kann er sagen, dass ich einen hab. Und jetzt lebt der Kollege wieder. Und darf mich auch mal wieder durchlassen, ja. Das ist nämlich ein... Dankeschön. Aber ich rede erstmal mit dir. Still a bit stiff, I'm afraid. Dass die alle so behindert lachen müssen, what the fuck? I am strayed. A wandering sorcerer of sorts. Sorcerer. For a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Das glaube ich auch nicht. Boah, wir haben schon wieder 10.000 Seelen, what the fuck? Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ja, ganz viele schöne Screenshots. Ja, wohl ja. Cursed one, you lack intelligence. Ich hab noch richtig viel Intelligenz, ja. Dankeschön. So terribly weak. Ich hab dich gerade gerettet, du Spacken. Ich stand hier nicht versteinert rum. Oh ja, diese Lache, ne? Willst du mir sagen, ich muss Intelligenz skillen, um mit dem überhaupt reden zu können? Okay, ich habe Intelligenz 1. Aber mit dem Typen zu reden wäre ganz interessant, weil das ist nämlich auch der Kollege, der, ne, hier werde ich mich bestimmt nicht hinsetzen, weil hier waren ja diese ganzen Viecher. Das ist nämlich der Kollege, der aus den Boss-Seelen mir Dingsys machen kann. Mir Waffen machen kann. Ja, natürlich ist das verschlossen. Was auch sonst. So, hier kann ich jetzt lang gehen, aber ich möchte lieber nochmal. Weil unten war ja auch noch eine Tür. Irgendwie. Und da ist auch noch irgendwas. Das ist alles so viel zu viel. Hä?
Das ist ein Dead End, was? Tür voraus. Ja, okay, interessant. Also nicht, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen will, aber gut. So, aber es gibt immer noch einen Weg, nämlich da runter. Gucken wir doch mal, wo der hinführt. So, ja. Jetzt nur, das muss ich jetzt nur so machen, dass ich jetzt da nicht verrecke und am besten noch alle Items mitnehme. Ja, ich bin einmal ganz durchgefallen. Ich bin ein Genie. Hi, I'm so good. So good am I. Das Problem ist, ich werde jetzt spawnen. Und jetzt werden da erstmal tausende von diesen Seelen stehen. Oh mein Gott. Ja. Hallo ihr. Ja, was geht ab? Na, los denn? Du bist weg. Ja, okay. Wenn ihr das so macht, dann ist das okay. Wenn ihr nacheinander kommt, dann ist das sogar noch okayer. Das steht jetzt vor der Tür. Links an der Seite liegt auch noch einer. Und da ist auch noch einer. Oh mein Gott. Das Coole ist, dass diese ganzen NPCs nicht so wie in Dark Souls 1 nicht so super nachtragend sind, wenn ausnahmsweise mal ein Schlag auf sie gegangen ist. Guck, mit dem kann ich nämlich jetzt immer noch sprechen. Gott sei Dank. In Dark Souls 1 war das wirklich so, du hast einen außersehen mal geschlagen, weil du gerade irgendwas am Fighten warst und dann war es auch vorbei. Der Masse am Arsch, könnte man sagen. So, die Kollegas gehen auch mal alle baden. So, jetzt hätte ich erstmal gerne meine 10.000 Seelen wieder. Das wäre so mein erstes Anliegen. So, das ist auch wieder eine typische Stelle, wo man den Katzenring ganz gut brauchen kann. Aber abgesehen von dem Katzenring, wie mache ich das denn jetzt am besten? So? Ach, da ist die... Oh, da war die komische Kette im Weg, weißt du? Und dann rollt er einfach und fällt und fällt und fällt und fällt. Und fuck you. Fuck you so hard in your ass Loch rein. Oh mein Gott. Das ist bitter, wenn ich hier wieder die Typen Kollegen töten. Kollegen. Nee, also eben der Typ hat deutlich mehr Schaden. Achso, die versteinert einer noch. So läuft der also. Oder? Ja, die versteinert einer und Pech hat und das soll versteinert. Ja, sich. Das ist auch lustig, wie 1000 Jahre man einfach liegen bleibt. Wenn die Kollegen es hier eintreffen. Ja. So, der bleibt an den PC hängen. Das ist natürlich dumm gelaufen. Oh, oh, oh. Oder er hat sich mal gedacht, NPCs sind doof. Also der NPC hat einfach Platz gemacht für den Typen. Das ist aber nicht nett. Ja, springen in die Klinge. So, was lassen die fallen? Köderschädel. Naja, okay. Das heißt aber, ich muss wohl oder übel auch ein bisschen auf Intelligenz gehen. Hm. So, weil ich Intelligenz halt sonst überhaupt nicht gebrauche. Also nicht benutze, sagen wir so. So, ich guck. Lol, wo sind meine Seelen jetzt? Hallo? Hallo. Okay. Aha, geht doch. Gegenstand hier. Asketenleuchtfeuer. Was ist denn ein Asketenleuchtfeuer? Hier. Hier? Ah ja, da unten sehe ich auf jeden Fall, wo die nächste Station ist, wo ich hin möchte. Das heißt aber auf jeden Fall, dass ich den Katzenring habe ich an. Und ich gucke erstmal nach, was das Asketenleuchtfeuer mir sagen will. Was ist das da? Da. Verbrenne stärkt nahe Gegner. Nahe Feinde. Warum sollte ich sowas wollen? Warum sollte ich so etwas wollen? Erstmal schlinken wir einen Plot. So. So, hier so. Aha. Das war ohne Schaden zu nehmen. Not too bad, though. Hier unten ist einfach nichts außer eine Truhe. Und da die Möglichkeit, wieder hochzufahren. Das ist natürlich nicht schlecht. Was haben wir hier noch als Nachricht? Ich will hier raus. Ja. Aber vorher nehmen wir natürlich die Truhe mit. Und da ist dran.
Verwelktes Dämmerungskraut. Ich fühle mich langsam verarscht. Braucht man das für irgendwas? Lass mal nachgucken. Verwelktes Dämmerungskraut. Sie, ich finde es da. Stellt viele Zaubernetze daher. Toll, ein Zaubergegenstand. Da freuen wir uns aber. Oder das hier ist doch die Möglichkeit, ja. Das ist die Möglichkeit, wieder hochzufahren. Und interessant, wie krass man daran eingebunden ist. So. So läuft das, so nicht anders. Gut. Na gut, jetzt haben wir halt noch mehrere Wege. Hier können wir noch lang gehen. Komm, wir gehen jetzt mal hier lang. Boah, ich hab schon wieder 15.000 Zehen. Nehme ich den immer her. Ja, das Gefühl, dass die komischen Dingsies noch einiges an Seelen geben. Nein. Ja, hallo du. Was geht ab bei dir? Auch schon lange nicht mehr gesehen, so ein Gegner, ja. Ups. Also, ne? Tod ist tot, aber 8-mal Lebensstein. Na, okay. Nehmen wir. Oh, ganz interessant. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt haben wir doch wieder eine gute Aussicht. Hä? Ach, oben. Naja. Dann wird das aber wahrscheinlich kein Boss sein. Alter. Das mit dem Aim, das üben wir nochmal. Dann wird das aber wahrscheinlich hier drin kein Boss sein. Das ist der Sünderhügel. Hier kommen all die bösen Sünder hin. Oh. Tschüss. Oh, hallo du. Ah. Ja, also war gut. War ein guter Auftritt. Könnt ihr wiederholen. Alter, gibt es denn nicht viele Möglichkeiten haben, hier lang zu gehen? Gehen wir mal nach oben und holen uns jetzt erstmal diese ganzen verkackten... Oh Leute, die sind gar nicht ganz oben. Doch, ne? Doch, ne? Das ist wieder ein Leuchtfeuer. Alter! Oh, am Leuchtfeuer einsetzen. Da ist ein Dragon. Oh, kleiner Drache, wa? Also jetzt mal so generell, meine ich. Eher ein kleiner Drache. So, jetzt bin ich eine Etage weiter oben. Guck mal, ist irgendwas, hallo? Der Sprung wird aber ziemlich sicher nicht möglich sein, oder? Momentan müsste der Eingang dafür nicht erst nach hier irgendwo sein. Komm ich hierher? Nein. Große Angel. Aha. Cool, cool. Schatz. Ja, da komme ich ja. Ah, gut, dass das nicht alles so groß und unübersichtlich ist. Aber was bringt mir das denn hier? Hier sind, was ist denn? Was sollen wir denn dieser Seite hier sagen? Ach, das ist so ein. Kann man hochfahren, theoretisch. Ja gut, das bringt einem was, wenn man. Oder ist das ein Shortcut? Kann gut sein, dass das ein Shortcut ist. Oh mein Gott. Runterfallen ist keine gute Idee. Es ist niemals eine Alternative, runterzufallen. Ja. Ist auf jeden Fall eine ziemlich kranke Insel hier. Ach, guck mal her. Da steht einer mit der Armbrust. Da war auch einer. Okay. Tschüss. Ja, ist gut. Ach so, das ist einer, der runtergedroppt ist. Das ist natürlich jetzt schade. Okay, 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 okay. Ich hab's ja verstanden. Ihr seid ganz, ganz viele. Alter Schwede. Was ist denn jetzt, ne? Kommt da irgendeiner von den Lappen? Oder beharren die jetzt wirklich mit ihrer Armbrust da zu schießen? Wie viele sind denn das eigentlich? Ich glaub so 3 Stück oder so, ne? 3? Oh, es sind 4 Stück. Kann jetzt hier vielleicht mal einer... Habe ich nicht so einen Köderschädel im Moment? Oder kommen die jetzt hinterher? Hallo? Nein? Gut, dann halt nicht. Dann gucke ich mal gerade, wo die Köderschädel sind. Da sind sie. Wenn nicht. Kann ich mal gerade einen benutzen. Hat jetzt irgendwas... Alter, willst du mir nicht sagen, dass ich den ins offene Meer geworfen habe, oder? Moment, ich habe ja noch einen. Ist ja alles kein Problem. Dann werfen wir den jetzt da runter. Köderschädel. Da. Benutzen.